Hallo und willkommen zu meinem Splinter Cell Playthrough. Wir sind jetzt mittlerweile im 5. Level CH Headquarter. Wie lange wird es denn auch dauern? Deine Tochter ist am Apparat. Wir lassen die Verschlüsselung laufen. Verdammter Mist! Was ist los, Grimm? Die Daten, die du von der Ölplattform besorgt hast. Die Georgier können ohne einen Helfer in den Reihen der CIA unmöglich so viel wissen. Fischer, du kannst. Vater? Sarah, hi. Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Du wolltest doch letzte Woche anrufen. Ist was dazwischen gekommen? Tut mir leid. Ist schon gut. Warst du in Georgien? Schatz, du weißt, dass ich nicht antworten darf. Ja, ich weiß. Ich hatte nur im Fernsehen... Sarah! Hey, was ist los? Nimmst du uns hier? Blix! Alles okay? Glaube schon. Hoffe, es geht euch gut da hinten. Wir hatten gerade eine Kollisionsfehlwarnung. Habe sowas noch nie gesehen. Das hat völlig verrückt gespielt. Hat jemand Verbindung zum Third Echelon? Ich bin hier, Fischer. Was zum Teufel geht hier vor? Nikolaza hat den USA den Krieg erklärt. Was? Die Georgier haben unsere Kommunikations- und Energiesysteme angegriffen. Zurzeit wissen wir nichts über die Schwere der Schäden. Was ist mit unserer Abwehr? Was werden wir machen? Was haben wir denn? Nikolaza hat uns kalt erwischt. Alles, was uns bleibt, ist das Laptop, das du von der Plattform geholt hast. Meine Tochter ist... Ich weiß, ich weiß. Ich habe schon Männer losgeschickt. Überall herrscht völliges Chaos. Ich muss zu Sarah. Du weißt, was zu tun ist. Wir sind hilflos, bis wir Nikolaza haben. Begib dich zur CIA. Deine Mission ist für uns überlebenswichtig. Das Versagen führte in einem Armeehospital in Mississippi zu 17 Toten und 30 Verletzten. Generatoren und auch einige Energieleitungen wurden zerstört. Ein Militärzug kollidierte auf dem Weg nach Norfolk, Virginia, heute mit einem anderen Zug, nachdem ein automatisches Gleissystem ausgefallen war. Über den Inhalt der Waggons wurde noch nichts bekannt. Die Armee hat allerdings mittlerweile ein Sperrgebiet von 30 Kilometern um sie errichtet. Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, gibt es Berichten zufolge über 40 Tote. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung liegen anscheinend darunter. Die Zeitungen sprechen von Cyberterrorismus und einem Informationskrieg. Man kann es ja nennen, wie man will, aber wir alle sind hier nicht eher sicher, bis wir mobilisiert haben. Rettungskräfte, deren Informationssysteme völlig inaktiv waren, konnten über eine Stunde nicht auf den Absturz reagieren. Aus Verletzten wurden Tote, als Zukombai Nikolaze, der sich noch immer versteckt hält. Obwohl die erste Welle des Cyberterrorismus auf das Militär beschränkt war, warnen die Dienste vor einer erneuten Ausweitung der Terrorangriffe. Haben dem Terror mehr als einmal getrotzt. Ich verspreche, dass wir wieder siegreich sein werden. Die Welt ist zu klein, als dass sich solche Verbrecher auf Dauer verstecken können. Die USA und ihre Verbündeten werden für einen wahren Frieden sorgen. Dauerhaft, zügig und sicher. Das letzte Mal bei Splinter Cell waren wir ja auf der Ölplattform und haben dort einen Computer quasi gehackt und aufgrund des Informationen auf dem Computer haben wir herausgefunden, dass Combine Nikolaze einen Spitzel bei der CIA haben muss, sonst hätte er seine bisherigen Aktionen nicht ausführen können. Darum sind wir jetzt im CIA Hauptquartier Langley, Virginia, USA am 31. Oktober 2004. 22.19 Uhr. Spüren Sie den Maulwurf bei der CIA auf. Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf die Ölplattform entfesselte der georgische Präsident eine Welle von verheerenden Gegenständen auf die Hochtechnologie der USA. Die einzige Spur, die zu Nikolaze führen könnte, ist der Maulwurf, den man in den Reihen der CIA vermutet. Zeit an die Arbeit zu gehen, Fischer. Fassen wir zusammen. Keine Verletzten. Die NSA operiert nicht innerhalb der USA. Wir spionieren nicht die eigenen Leute aus. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist.
Wir haben den Timer auf deinem Opsend mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Für den Anfang gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die Stealth-Variante und zum anderen die Panther-Variante. Ich zeige euch nur kurz mal die Stealth-Variante, werde aber dann eigentlich mit der Panther-Variante weiterspielen. Das ist nämlich durch diesen Lüftungsschacht hier. Ist nicht ganz einfach so reinzukommen. Denn du musst hier nicht springen, sondern laufen. Und es klappt auch nicht jedes Mal. Deswegen blöd gemacht. Aber muss man einfach hier irgendwie um die Kurve rennen. Ja. Dann hier aufmachen. Und hier durch. Dann gibt es aber kein Zurück mehr. Ich spiele aber die andere Variante. Bin gar nicht hier. Genau. Du bist für uns nicht existent, bis deine Mission beendet ist. Wir haben den Timer auf deinem Opsend mit einer Pause der Ventilatoren des Lüftungssystems synchronisiert. Du hast nur begrenzte Zeit zum Zutritt. Oh, 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 oh. So, verschaffen Sie sich Zugriff auf den Zentralserver der CIA, um die Sicherheitslücke zu finden. Verluste der CIA führen zum Missionsende. Sie verfügen jetzt über ein Wärmebildgerät. Eine Unterbrechung der Ventilatoren des Lüftungssystems bietet Gelegenheit für ein unauffälliges Eindringen, was wir aber nicht machen werden. So, wir sind hier. Bla, müssen dann hier so durch. Da kommen wir überall hin. Und da ist das Ende. Aber wir sind jetzt im Moment hier. So. Ich habe Sichtkontakt zu verdächtigen Aktivitäten in meinem Sektor. Zentrale benötige höheren Alarmzahlen. So sind die Vorschriften, Vatava. Ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen. Dauert nicht mehr lange. Wer hat mich angeschwärzt? Sei vernünftig, Mann. Ihr dürft es nicht sagen, was? Vorschrift. Hoffe, das ist nicht nur, weil meine Oma arabischer Herkunft ist. Das ist absurd. Ist es das? Hey, Jungs, ich bin Islamist. Buga, buga, buga. Hör auf damit. Ja, ja. So, ich sehe gerade, dass ich die Kamera lieber nach oben setzen sollte. So. Der Timer macht jetzt aber keinen Unterschied für mich, weil ich mache jetzt anders. Ist da jemand? Mist. Du wirst nach einem anderen Weg suchen müssen, um hineinzukommen. Die Ventilation ist soeben angesprungen. Man kann durch den Lüftungsschacht nicht länger eindringen. Ist da jemand? So, das war Nummer 2. Gute Nacht. Schon wieder der blöde blaue Strich unten. Das ist nervig.
Er muss doch weggehen. Tralala. Das darf schon nicht wahr sein. So, perfekt. Der letzte ist ja wohl kein Problem. Wer ist? Wir haben hier eine. Oder doch. Der Boden scheint ziemlich laut zu sein. Schön verstecken. Und jetzt den anderen Weg nehmen. So, hier läuft niemand mehr rum. Gut. Da war irgendwo ein Lüftungsschacht. Was ist da? Jupp, da du. So kommt man auch hinein. Landet aber dann direkt im Eingang. Was ist das? Eindringling! Okay. Da hinten war etwas. Muss ich den nur irgendwo ablegen, wo es dunkel ist? Die sind überall Lichter. Sag Hendrix, dass er heute keine Zeit für einen Anwesenheitsappell hat. Wir gehen direkt auf Patrouille. Passt perfekt. Ich habe keine Waffen. Nope. Ich muss es zeitlich abpassen. Ich kann auch keine Lichter ausschießen. Das ist irgendwie interessant.
Hallo? Wir haben hier einen Eindringling. Hä? Ich war doch völlig im Dunkeln. Ob er mich jetzt wohl sieht? Halten Sie Funkdisziplin. Oh, 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 oh. Er hat was in der Tasche. Speicherstick. Sharon Wentworth an Donald Wentworth. Virginia ist okay. Süße, ich verstehe nicht, warum du keine Angst hast. Lass uns wenigstens bis nächste Woche warten, bis wir wissen, dass nichts mehr passieren wird. Ich weiß, dass du dich jetzt ärgern wirst, aber dadurch, dass du beim CIA bist, habe ich noch mehr Angst. Ich habe Angst, dass die Kinder in den Augen der Terroristen ein gutes Ziel wären. Heute Morgen hat mich DJ gefragt, ob die Terroristen wüssten, dass seine Tante Virginia Polizistin ist. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht mehr klar denken. Warum hast du mich noch nicht angerufen? Ruf an, Sharon. Sharon ist doch weiblich. Donald muss dann auch weiblich sein. Naja, egal. Halten Sie Funkdisziplin. Kann man es eigentlich einschlagen? Nö. Da höre ich schon wieder in die Kamera. Ist schön laut, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich mich hören kann. Aber dass er mich sehen kann, darüber muss ich mir Sorgen machen. Wie die alle technische Geräte anstarren. Du kommst schön in die Ecke. Schäm dich. Security, die Wand anstarrt. So, nur zur Info, hier kommt man raus, wenn man den Lüftungsschacht entlang geht. Irgendwo hier jedenfalls. Ist nicht mal ein Eingang oder so. Naja. Ah.
Oh nö, hier kommt man ganz einfach an der Seite raus. So. Jetzt aber wieder normal weiter. Ich darf bloß nicht die Kameras vergessen. Da war doch irgendwas. Wahrscheinlich nur die Tür. Da war doch eine Kamera zu hören. Oh cool, hier sind Equipment. David Tannehill, den kennen wir doch schon, das war der Polizist. An Jonathan Sutton, antworten und vernichten. Also es war der aus der Mission 1. Mr. Sutton, wo zum Teufel haben Sie die Bilder her? Das sind die besten Infos, die ich hier in der Gegend bislang gesehen habe. Wie dem auch sei, unsere Suche nach Blaustein und Madisons Leiche geht nur sehr schleppend voran. Wir versuchen mit der georgischen Polizei zusammenzuarbeiten. Aber es ist genauso, als würde man mit Vampiren an einer Blutbank arbeiten. Lord Gipanice kann schneller lügen, als wir Fragen stellen. Ich glaube nicht, dass wir die Leichen je finden werden. Wir haben sie gefunden. Wir konnten sie leider nicht mitnehmen. Wo bin ich jetzt hier? Vielleicht soll ich mal das Licht an- und ausmachen. Was ist das? Mach das Licht wieder an. Hey, mach das Licht sofort wieder an. Löse ich eigentlich den Alarm aus, wenn ich da durchgehe? Eindringling! So, der nächste ist beseitigt. Müsste jemand auf dem Tresen stehen. Sehr gut. Und die Tür geht natürlich wieder vor meiner Nase zu. Ich bin hier mit Officer Winston. Er hat Status Doppel van Gogh. Können wir...
So, hier ist es nicht dunkel genug. Wenn ich jetzt durchgehe, müsste eigentlich der Alarm losgehen. Tut er aber nicht. Obwohl er eine Waffe trägt. Sputnik. Zentrale, ich muss mir was zu trinken holen. Kann mal jemand für mich übernehmen? In Ehren all der Mitglieder der Central Intelligence Agency, die ihre Leben im Service ihres Landes gaben. Das schaut sehr kunstvoll aus. So, war hier ein funktionierender Computer? Nein. Können wir ja jetzt weitergehen in den nächsten Raum. Bleibst du im Krankenhaus? Du meinst, wenn sie aufwacht. Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, das Letzte, was du jetzt tun möchtest, ist einen Haufen Fragen beantworten. Es kann einfach kein Zufall gewesen sein. Danke für dein Verständnis. Sag mir, wenn wir irgendetwas für dich tun können. Danke für dein Verständnis. Sag mir, wenn wir irgendetwas für dich tun können. Telefonieren bei der Arbeit. So, der steht jetzt an der Wand. Da brauche ich einen kleineren Trick. Zum Beispiel das da. Was ist das denn? Da war mal vorhin. Das war der erste Teil. Unser Mann dort sagt, dass deine F-2000 an ihrem Platz ist. Du kannst sie dir im Lagerraum hinter dem Notstromaggregat abholen. Gut. Wir geben dir eine Waffe. Lass sie aber im Holster. Ein Toter innerhalb der Agentur und deine Mission ist beendet. Holen Sie die SC-20K vom Lagerraum, der sich hinter dem Notstromaggregat befindet. Ich glaube, ich habe was gesehen. Was zum Teufel? Wie konnte der irgendwas sehen? Sie dürfen hier gar nicht sein.
Kann's nicht lesen. Important. Wichtig. Ein Computer. Der Code zum Serverraum lautet 2019. Reed Allen an Thomas Kyle. Änderung des Codes des Serverraums. Tom, danke, dass du noch eine Schicht drangehängt hast. Wir werden uns alle ganz schön dranhalten müssen, bis die Sache vorbei ist. Während der Wartungsarbeiten lautet der Code für die Tür des Serverraums 2019. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsbedingungen werden wir den Code dreimal täglich ändern. Ich werde dich in den Verteiler der Mailingliste aufnehmen, bevor der Code das nächste Mal geändert wird. Nochmal vielen Dank. Wer? Schwer bewaffnet! Sie haben hier nichts zu suchen. Ah, Mist! Alles okay. Die merken, dass das Licht nicht an ist. Das ist schlecht. Durch die Tür. Aber wenn ich es anschalte, dann wird im nächsten Raum dann gesagt, dass die Leiche gefunden wurde. Ist auch nicht gut. Es ist nicht ideal, aber wir sind jedenfalls abgesichert. Wie gesagt, sicherer wird's nicht. Es sei denn, der Kongress sieht ein, dass wir mehr als ein bisschen Kleingeld brauchen. Du sagtest, es sei nicht kritisch. Ist es nicht. Wir schaffen das. Bist du sicher? Ich bin sicher und müde. Überstunden? Seit 15 Stunden. Es ist eine Krise. Harte Zeit. Muss mich an die Arbeit machen. Wir sehen uns. Bitte denken Sie daran, dass das Rauchen in der Cafeteria nicht länger erlaubt ist. Nutzen Sie bitte die ausgewiesenen Raucherterrassen in der 5. Etage. Ist wichtig für später. Besser hier das Licht anlassen, sonst kommen alle, die hier vorbeigehen, direkt hierher. Ja. Was war jetzt? Da irgendwas bekommen? Nein. So, hier sind überall Computer. Oh. Oh, oh. Der sieht vielleicht... Was zum Teufel? Der geht aber komisch. Bitte, das muss doch nicht sein.
glaube, ich mache erst das andere. Das dauert hier zu lang. Oder ich locke ihn absichtlich her. Aber nicht gut zu. Das haben sie schön gemacht. Das ist ein schönes Detail, wenn man seitlich auf den Bildschirm drauf guckt, dann ändert sich die Farbe. Das war früher so. Bei vielen Bildschirmen. Ich sage, ist es nicht mehr so arg. Geil, hier sieht mich keiner. Eine Notiz aus Speicherstück kopiert. Der Code zum Wartungsraum lautet 7687. Daniel Kanemoto, Alfonso Stevenson, Anbringen des Zahlenschlosses für Wartungsraum. Fons, ich werde heute im Laufe des Tages das Zahlenschloss für den Wartungsraum anbringen. Ich stehe dann genau vor deinem Fenster. Wenn ich dir auf die Nerven gehe, sage ruhig Bescheid. Der Anfangscode lautet 7687, aber du solltest ihn während jeder 8-Stunden-Schicht ändern. Wenigstens so lange, bis die Alarmbereitschaft aufgehoben wurde. Wenn wir diese Woche mal irgendwann freikriegen sollten, glaube ich auch nicht dran, sollten wir mal was zusammen unternehmen. Weiß Gott, wenn dies vorbei ist, werde ich mit Sicherheit in Drink gebrauchen. Damn, Technik. Bin ich ein Weihnachtsbaum. So loi. Das Licht lassen wir lieber an.
Und den da hinten verstecken müssen wir das Licht nicht ausschalten. Das hat immer einen Vorteil. Licht ausschalten bedeutet immer, dass wenn jemand da durchgeht, sofort Alarm bereit ist. Der Code zum Notstrom-Batterieraum lautet 110598. Hilko Block an Chris Weldin. Kaffeepause. Sieht so aus, als würde die Nacht wieder lang werden. Wenn du vorher noch zur Cafeteria gehen willst, findest du mich nebenan im Batterieraum. Geh einfach rein, es kann sein, dass ich dich in all dem Lärm nicht hören werde. Während dieser Schicht lautet der Türcode 110598. Ich glaube, ich lasse das hier gar nicht sein. Oh je. Sie können. Wie soll ich hier durchkommen? Da, wie soll ich denn da durchkommen? Habe ich fast befürchtet. Wie konnte mich der eigentlich bei dem angeblichen Lärm nicht hören? Hören. Sie dürfen hier gar nicht sein. Ups. Deswegen hat er mich gesehen. Den lassen wir einfach hier liegen. Hier kommt sowieso niemand vorbei. Vielleicht noch ein Stück rein. Hm.
Nur zur Sicherheit. So, liegt hier irgendwas Interessantes rum? Nope. So, und hier liegt meine Waffe. Was passiert eigentlich, wenn man einfach weitergeht und die Waffe übersieht? Ja, schätze schon. Kennst du jemanden, der verletzt wurde? Sie geht. Mann. Nicht gedacht, dass es geht. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimmst du... So, jetzt habe ich mehr Möglichkeiten, um Leute auszuschalten. Dadurch wird das Ganze aber auch schwieriger für mich gemacht. Es ist auf keinen Fall einfach nur einfach. SC-20K, Ringflächengeschoss. Ein ungefährliches Geschoss, mit dem Gegner kampfunfähig gemacht werden können. Wenn sie das Ring... Blablabla. Taser, eine ungefährliche Elektroschockwaffe, mit der Gegner kampfunfähig gemacht werden können. Sturmgewehr mit Zielfernrohr, Schalldämpfer und 40mm Granatwerfer. Haftkamera, eine wiederverwendbare selbsthaftende Kamera für Aufklärungszwecke. Die ist gut, die Kamera, die ich wiederverwende. Ein einfacher Lichtleiter, der unter Türen durchgeschoben werden kann. Flexible Augen. Dietrich, ein Dietrich-Satz zum unbemerkten Öffnen von Türen. Ein Gerät zum schnellen Entfernen des Schließzylinders an der Tür. Ein Weg, Dietrich. Ja, schätze schon. Kennst du jemanden, der verletzt wurde? Mann. Sicherheitsdienst. Mann. Ich hätte gedacht, das Telefonat ist länger. Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Mir fehlt. Ein Hockeyturnier NSA gegen CAA. Dieses Wochenende. Danke für alle diejenigen, welche bei der Geburtstagsparty ja.
Ja. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimstor hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Bist du das? Melde einen... Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimstor hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Also das Licht. Entgegen meiner Vermutung. Ein guter Wachmann. Aber nicht so gut. Hätte schwören können. Das war knapp. Geh mal rechts rum. Hallo? Nix drauf. Ich glaube, ich habe was gesehen. Wer, wo, was, wie? Hallo? Das war wieder zu laut. Da oben sind die Nachrichten. So, jetzt gehen wir aber rechts rum. Macht mir immer Geräusch auf die Art und Weise. Muss ich mir für später merken. Da ist nichts drauf. Ein Speicherstick.
Maler Tergovic, an Leslie Tergovic, zum Abendessen daheim. Hey Mami, wann kommst du nach Hause? Soll ich mit dem Essen warten? Was ich im Fernsehen sehe, macht mir Angst und es wäre mir lieber, wenn ich heute Abend nicht alleine zu Hause sein müsste. Kommst du nach Hause? Les. Hallo? Ach komm, wie spielt denn das klingen? Der Hell, habe ich mich die Tür öffnen? Hallo? Wieder. Hallo? Sie dürfen hier gar nicht sein. Wie kann der das hören? How on earth can you hear that? Sie dürfen hier gar nicht sein. Der ist aber hellhöriger als die meisten. Hallo? Sie dürfen hier gar nicht sein. Hallo? Von der Grafik bekommt man irgendwie wenig mit, wo die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Vor allem für das Alter. Ich sollte vielleicht öfters mal ohne Ding spielen. Man kann komischerweise trotzdem das Licht nicht sehen, das da drüben war. Ist da wenigstens irgendwas Interessantes drin gewesen? Nö. Und hier? Ich glaube, ich war hier sogar schon. Und da? Auch nicht. All die Arbeit umsonst. Außer, dass das ein schöner Raum ist. Nette Lichteffekte. So. Serverraum ist 2019. Das ist jetzt erst schon mal keine Gefahr. Gehen wir erst mal lieber auf die andere Seite. Ich kenne viele Spiele, da muss man die Server immer zerstören. Meistens Shooter. Ich habe hier jemanden gehört. Ich weiß, dass da jemand ist. Wie soll mich einer für blöd verkaufen? Was zum Teufel, bitte! Das muss doch nicht sein! Ich glaube, ich habe was gesehen. Thank you.
Sie dürfen hier gar nicht sein. Verteilt euch und sucht. Bitte, das muss... Kommen wir denn eigentlich wirklich Leute hier rein? Geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Naja, egal. Sie dürfen hier gar nicht sein. Was zum Teufel? Bitte. Muss irgendwie gehen. Gott, es ist hell. Kann übrigens hier mit X oder wie war es mit Y kann man die Feuerrate ändern. Von langsam zu tödlich. Oh, Fischer, bist du verrückt geworden? Mir fehlen die Worte. Deine Mission. Ich glaube, du musst in dieselbe Ecke wie der andere. Ich habe keine vielen dunklen Ecken. Sein Kopf ist weg. So. Der hellste Raum im Spiel. Lambert, kann losgehen. Gut. Grimm? Bin drin. Ja, da. Das Leck ist ein PC der unteren Sicherheitsstufe. Registriert auf einen Mitchell Dougherty. Großartig. Doughertys PC ist ein neues Missionsziel. Ich sende die Details auf das Opset. Die kann es aber sehr schnell. Klicken Sie sich in Doughertys Computer ein, um die Sicherheitslücke zu den Georgiern zu finden. Der Code für die Aufzugstour zur Waffentestabteilung lautet 110700. Mala Targovic scheint Leslie Targovic zum Abendessen. Nein. So, jetzt haben wir immer noch Zimmer von der Karte gesehen her. Hier. Es fehlt noch 1911. Oder war der Lagerraum?
Ne, der Lagerraum müsste als nächstes kommen. Weil wir sind ja vom Reservergenerator. Wir sind eigentlich hier lang. Ist doch kein Lagerraum. An dem Lagerraum sind wir jedenfalls schon vorbei. Also das ist der große Raum mit dem Computer. Es fehlt nur noch Flur und Abteilung für Waffentests. Oder gibt es da mehrere Decks? Das ist Frauen- oder das Männerklo? Das scheint das Männerklo zu sein. Kein Wunder, die Tür steht offen. Frauenklo steht die Tür auch offen. Geil, Medipack, falls die Frau mal blutet. Der Zugriff auf die Terminals wird bis auf weiteres jeden. Auf Administratoren und einige Benutzer begrenzt. Ich bin Administrator. 10, 14, wiederhole! Um Himmels Willen, Fischer, bist du ver... Wie komme ich da jetzt durch? Schwer bewaffnete Ein... Wer ist da? Melde einen bewaffneten... Also so einfach ist es jetzt hier nicht. Ich glaube, schwer bewaffneter Eindringling, 10-14. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Jetzt löst man den Alarm aus, wenn man durch diese Türen geht. Was mache ich jetzt? So, jetzt glaube ich, wird es Zeit für Tools. Was ist das? Melde einen bewaffneten. Wenn man die Dinger verschießt, kann man die eigentlich wieder aufsammeln? Nö. Schade. Also irgendwas muss ich jetzt mit dem Taser machen. Sieht irgendwie komisch aus. Kann man die nochmal anwählen? Inventar. Da jetzt ist es natürlich weg, ne? Dann kann man es einfach mal sehen, was man damit alles Schönes machen kann. So, eine wiederverwendbare selbsthafte Kamera für Aufklärungszwecke. Drücken Sie die Benutzertaste, um sie selber zu verwenden. Sekundärfeuertaste, um das System mit dem Werfer abzufeuern. Benutzen Sie Maus, um sich umzusehen. Drücken Sie sie schneller. Um den Zoom zu vergrößern. Drücken Sie vorher, um das System zu deaktivieren. Kann man da wieder zurück? Nope. Kann man nicht. Bin jetzt irgendwie deprimiert. Da muss es doch noch einen besseren Weg geben. Kann man hier irgendwo eine Dose oder sowas finden? Wieso habe ich das nicht in Erinnerung? Jetzt haben wir eine lächerliche Dose.
Was ist das? Hä, ich kann da doch immer noch nicht durchlaufen. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Wie ging das? Muss ich die Lichter ausschalten? Geht das vielleicht? Ich hab doch was gehört. So geht's. Ups, das war ein bisschen eine Kugelverschwendung. Ich muss wieder auf Einzelfeuer. Ich kann heute aber sehr schlecht. Aber kaputt machen kann man sie nicht. Dafür sieht sie aber auch fast nichts. Sich nur schnell genug bewegt. Sie dürfen hier gar nicht sein. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse bleiben die Patrouillen... Also hier muss ich lang. Das wollte ich nur abklären. Ein Eindringling. War ein bisschen zu weit. Überwachungssysteme melden Eindringling. Ich habe keine Geduld für sowas. Zu speichern. Kann ich Ihnen, wer zur Hölle sind Sie denn? Kann ich Ihnen helfen? Wer ist cool drauf? Kommen Sie raus, ich sehe Sie! Der könnte ruhig ein bisschen cleverer sein. Dabei ist es so gut positioniert. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh
Oh nö, jetzt zeigt die Kamera schon wieder dahin, wo ich hinlaufen will. Jämmerlich. Ich will weitergehen. Hallo? Wer war das? Da war ich mir nicht sicher, ob er mich entdeckt hat oder nicht. Bleiben die Patrouillen bis auf Weiteres auf Sicherheitsstufe 3. Ich habe eine Kamera gehört, jetzt höre ich sie nicht mehr, aber sie ist immer noch da. Und jetzt ist sie nutzlos. Der Code war dein Computer. Der Code. 110700. Okay, sag Clarence, dass ich ihn am Arsch packe und er seine Marke abgeben kann. Weil ich gerade... Sicherheitssysteme melden Eindringling im Gebäude. Ups. Okay, sag Clarence, dass ich ihn am Arsch packe und er seine Marke abgeben kann. Weil ich gerade im Fernsehen CIA-Fotos von Redbeer sehe. Finde heraus, über welches CIA-Material die Presse noch verfügt. Hol alles zurück, bevor sie es zeigen. Weiß nicht, mir egal. Regel das. Wer sind Sie? Ich konnte das nicht so schnell eine Cola ziehen. Okay, sag Clarence, dass ich ihn am Arsch packe und er seine Marke abgeben kann. Weil ich gerade im Fernsehen CIA-Fotos von Redbeer sehe. Finde heraus, über welches CIA-Material die Presse noch verfügt. Hol alles zurück, bevor sie es zeigen. Weiß nicht, mir egal. Regel das. Wieder einer so kopflos. Wie erklären die das eigentlich morgen dem Chef? So, jetzt bin ich hinten im Waffentest. Laut Karte befinde ich mich jetzt hier. Steve Kerchner an Gail Torger, automatische Kanone. Agent Torger, die Kanone wurde vor 2 Tagen auf einer Straße westlich von Tiflis beschlagnahmt. Die Identität der Fahrer muss noch festgestellt werden. Sie hatten anscheinend mit ihrer Vermutung recht, dass die Kanone sowohl auf Hitze als auch auf Bewegung anspricht.
Wir haben noch Probleme, die Software zu identifizieren. Aber das Ding besitzt definitiv ein sehr effektives Freund-Feind-Erkennungssystem. Es wird auf jeden geschossen, der in den Schussbereich gerät und der nicht als Freund einprogrammiert wurde. Wenn man das Erkennungssystem deaktiviert, wird auf jeden geschossen, egal ob Freund oder Feind. Hätte mir jemand vor einer Woche gesagt, dass es hier in diesem Gebiet etwas so Fortgeschrittenes gäbe, hätte ich es nicht geglaubt. Wir leben in Zeiten, die zu gefährlich sind, um seine Feinde zu unterschätzen. S.A.S. Kärchen. Sergeant? Ich mag die Dinger nicht. Kann man eigentlich eine Dose auch werfen? Wird die auch erkannt? Hm, wahrscheinlich nicht, oder? Interesse halber, was passiert, wenn ich ihn hier nehme? Ihn vor die Tür lege und dann wieder anschalte. Gibt's dann CIA-Leichen oder nicht? Dahin? Schießen wir mal lieber dahin. Da kommt er ganz sicher hin. Oh. Den schalten wir mal an. Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Mir fehlen die Worte. Es klappt tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier noch eine Dose, ich will noch mehr probieren. Ich will noch mehr Waffentests machen. Ich bin hier der Waffentest-Chef. Leider keine Dosen hier. Dose, 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 Dose. Was das hier eine Dose ist. Ich hab schließlich eine hier reingeworfen. Eindringling auf den Sicherheitsmonitor. Geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Was wisst ihr, will ich noch mal reinrennen? Also noch mal kann man nicht aufgenommen werden. Sicherheitssysteme melden Eindringling im Gebäude. Also nur ein Alarm.
So, nächster Test. Es soll ja angeblich Bewegung auch erkannt werden. Okay, das klappt nicht. Die Sicherheit nochmal. Nope, wird nicht erkannt. Es muss Bewegung als auch Wärme haben. Wieder hoch. Ach je. Ich habe dir Dougherty's Akte geschickt. Er ist bei der Informationsbeschaffung, Büro 508. Was soll ich mit Dougherty machen? Bleib weg von ihm. Wir melden uns, sobald wir mehr über ihn wissen. Michael Mitchell Dougherty's Büronummer lautet 508. Passt jetzt nicht mehr. Aber wir haben ein Bild von Dougherty. Personenakte. Mitchell Donald Dougherty. US-Bürger. Operationsgebiet Länge Virginia. Verbindungen CIA. Techniker für Informationsbeschaffung. Vergangenheit. 97 tritt Stelle bei der CIA an. Heute Teilnahme am 12-Schritte-Programm Unwichtiges loslassen können beim CVJM. Bußgeld wegen rücksichtslosen Langsamfahrens in Cheverly, Maryland. Verratsverdacht in Bezug auf die georgische Informationskrise. Echelon-Suche eingeleitet, Ergebnisse stehen auf. Bemerkungen? Schrecklicher Mundgeruch, man sollte besser nicht mit ihm in einem Aufzug stecken bleiben. Das ist alles. Hier war, glaube ich, Spuren der Daten in verschlüsselten Strömen von Providerdiensten aus Holland, Bangkok und Kanada gefunden. Übereinstimmungen? Nein. Spul zurück und mach's lauter. Die dumme Habsucht und Arroganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Spul zurück zu die sich. War das Kettenrasseln? Ganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Nein, klingt eher wie ein Stöhnen. Die selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Hörst du das? Einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Ich höre nichts. Beherrschende Supermacht hält. Da ist was. Vielleicht eine Kuh. Supermacht hält. Ich höre wirklich nichts. Ich glaube, bei dummer Habsucht rasselt eine Art Kette. Ich frag die Jungs vom Mediendienst. Okay, ich warte dann hier. Hallo? Hallo! Wer ist denn Achtung, da? Wer geht jetzt wirklich zum Mediendienst? Das würde mich interessieren. Der geht wirklich ziemlich weit. Ist da jemand? Hey, wer ist da? Wer sind Sie? Schade.
Würde mich wirklich interessieren, wo der hingeht. Und jetzt ist er unerreichbar. Was war das? Tun Sie mir nichts! Das bedeutet, dass wir... Hallo, wer ist denn da? Wer sind Sie? Ich will jetzt unbedingt wissen, wo der hingeht. Hey, wer ist da? Agent? Bist du das? Achtung, bewaffneter... Wieso findet er mich jetzt jedes Mal? Agent meldet bewaffnet. Das war doch vorhin nicht. Ist da jemand? Hallo, wer ist denn da? Ich mach's jetzt so. Ich mach jetzt hier einen zweiten Spielstand. Wo geht der hin? Und folgt dem jetzt mal nach. Ist da jemand? Hey, wer ist da? Haben wir den Docker die schon mal weggeschickt? Ich bin wohl paranoid. Das bedeutet, dass wir drei... Ist da jemand? Achtung, bewaffneter Eindringling! Ist doch alles ziemlich nervig. Das bedeutet, dass wir drei Angriffspunkte haben. Zwei Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und einen Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen, aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde, hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses.
Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Was Codes ist das? Auf CIA-Akten... Entschuldigung, ja. Ja, ich erzähle gerade davon. Einen Moment bitte. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Das wird eine Minute dauern. Okay, bin wieder da. Vermutlich ist er jetzt deshalb, aber ich kann es nicht bestätigen. Naja. Entschuldigung, ja. Ja, ich jetzt. Geh mal zurück zum. Wo geht er hin? Wir machen normal weiter. Das ist ja nett. Der verschwindet dann einfach. Wer zur Hölle sind? Das kann doch nicht wahr sein. Wo geht der hin? So, ich sehe überall hell erleuchtet. Wegen dem blöden Fenster da. Natürlich auch nicht schön. So, jetzt geht's weiter. Diese langen Streams. Dann doch immer ein Nachteil. Ich muss ja natürlich weggehen. Vielleicht kommen wir wieder zurück. Der Typ, der da immer an einem vorbeigegangen ist, bei meinem Wo geht der hin? Speicherstand, das war übrigens der Doggett. Der ist jetzt aber weg. Wollt ihr denn in den Medienraum gehen? Ist das nicht hier der Medienraum?
So. David Tennant an Jonathan Sutton. Jonathan Sutton. Anbei die zwei Bilder, die von der Sicherheitskamera im 4. Polizeirevier in Tiflis, Georgien aufgenommen wurden. Diese Bilder zeigen die Leichen von Agent William Robert Blaustein und Agentin Alice Madison und stammen vom 16. Oktober 2004. Gehen Sie mit diesen Informationen vertraulich um, zerstören Sie anschließend diese Nachricht. Versuchen Sie nicht, die Nachricht zu verfolgen. Das ist die erste Nachricht, also es ist die Nachricht, die vorangegangen ist an... diese Nachricht. Jetzt sind übrigens die Vornamen einfach mal weg. Die Nachnamen. David Tannehill. Komisch, ne? Noch eine Nachricht. So, wir betreiben sie. David Tanner und Jonathan Sutton antworten und vernichten zwei. Mr. Sutton, tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte, aber ich habe Probleme mit der digitalen Signatur, was wahrscheinlich aufgrund der neuen Verschlüsselungstechnik unvermeidlich ist. Ich wette, dass Thomas Gorgonice Opfer der Flammen im Lagerhaus geworden ist. So dass wir seine Leiche nie finden werden, das stimmt. Was für eine Überraschung. Er könnte auch einer der 6 namenlosen Betrunkenen gewesen sein, die am 16. Oktober verhaftet wurden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass am nächsten Morgen nur 4 von ihnen freigelassen wurden. Niemand weiß, was mit den anderen 2 passiert ist. Aber ich denke, dass er im Lagerhaus umgekommen ist. David Tanner. Das stimmt. Quasi die dritte Nachricht. Die Nachricht 1, die zweite Nachricht ist die, die man am Anfang gefunden hat, und das ist die dritte Nachricht. Dieser Präsident da. Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Vom System her sieht es nach der Arbeit von Philip Massey aus. Wechsle den Server. Surf_Kalina_VA. Das ist das Kalinatech-Gebäude. Oh Mist, die haben mich entdeckt. Die fahren das... Wir melden uns. Fischer, du musst Doggerty für uns kidnappen. Was ist mit Grimms dort hier? Wir kümmern uns darum. Kümmer du dich um Doggerty. Warte, bis er Zigarettenpause macht. Das wird deinen Angriff erleichtern. Details auf dem Opset. Die wurde übrigens nicht entführt. Die wurde nur entdeckt beim Hacken. Beim ersten Spieldurchlauf habe ich das nie verstanden. Keine Entführung, sondern nur beim Hacken erwischt worden. Entführen Sie Mitchell Doggerty. Die Georgier überwachen Doggertys PC vom Kalinatech-Gebäude in Langley. Mitchell Doggerty raucht durchschnittlich 2 Päckchen Zigaretten am Tag. Es ist einfacher, wenn Doggerty direkt von der Raucherecke aus entführt wird. Ist der eh schon lang gegangen? Mittlerweile schon da sein. In Session. Das bedeutet, dass wir 3 Angriffspunkte haben. 2 Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und ein Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen, aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde,
hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung. Ja. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde, hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung. Ja. Ja, ich erzähle gerade davon. Einen Moment bitte. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Das wird eine Minute dauern. Okay, bin wieder da. Die haben es richtig entdeckt. Die Codes sind von der CIA. Und wo gehen die jetzt schon wieder lang? Tun Sie mir nichts! Naja, genau auf mich zu, ne? Den können wir leicht entführen. Nee, die stehen ungünstig. Muss ich schon vorher irgendwie entführen. Zumindest einen von ihnen. Einen von ihnen hole ich mir jetzt gleich. Den anderen später. So, den einen habe ich mir geholt. Den an. Was war das? Was ist denn mit dir passiert? Ich mache jetzt das Geräusch. Ich dachte, die Dinger können pfeifen oder sowas in der Art. Oder war das erst im späteren Teil? Das raff ich nicht. Die Sekundärfeuertaste, um das System mit dem Werfer abzufeuern. Nur eine Kamera. Erst in den späteren Teilen konnte man die besser verwenden. Was war das?
war das? Wo ist der Kerl, der hier saß? Der sich verkrümelt? Anscheinend. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass das so einfach ist. Ich darf da nicht lang gehen, glaube ich. Probier es einfach trotzdem mal. Nope. Schlechte Idee. Ist da jetzt? Genauso schlecht. Dann bleibt sie eben hier. Wer sind Sie? Tun Sie, das darf nicht wahr sein. So. Computer. Kein Computer. Hallo? Wir haben hier einen Eindringling. Den hole ich mir jetzt auch noch. Jetzt würde ich natürlich gerne wiederum wissen, wo der eine hingegangen ist. Mal speichern wir mal das schnell ab. B-b-baum. Und laden. Wo geht der hin? Bist du das? Agent meldet bewaffneten Eindringling. Wer sind Sie? Ah. Tun Sie mir nichts! Das darf nicht wahr sein! Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Ich sollte mit. Hallo? Um Himmels Willen! Achtung! Wir werden Sie schon kriegen! Dies
Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Das bedeutet, dass wir drei Angriffspunkte haben. Zwei Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und einen Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen, aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Eine Logikbombe, die 70 Stunden vorher im Archiv des Hospitals gezündet wurde, hat am 28. Oktober ca. um 10 Uhr... Ach, der geht einfach nur dahinter, dann habe ich den eigentlich erwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer Zugriff auf die Transformatoren erlangen konnten. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung, ja. Ja, ich erzähle gerade davon. Einen Moment bitte. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Das wird okay, eine Minute dann dauern. Weiß ich alles. Gut. Sprechen. Level laden, Spiel laden. Fertig mit Session. Mit Session ist das hier gemeint. In Session. Die habe ich nämlich alle fertig gemacht. Ha? Huh? Kommt der Typ in der Ecke dran, der muss auch noch weg. Ist da jemand? Was zur Hölle? Ich werde faul mit dem Leichen verstecken. Klassifizierter Müll, Dokumentenmüll. Wer ist da? Eindringling! Autsch! Der hat eine Pumpgun? Der hat eine Pumpgun? Krass. Tatsächlich, der hat eine Pumpgun. Da stimmt irgendwas nicht, da fehlt ein Teil. Dann geht's gleich wieder von vorn los. Egal. Toiletten.
Soll ich unnütze Räume? Warum? Vielleicht würde der eine, der zum Medienraum geht, und weiter auf Toilette gehen. Deswegen ist er weg. 100 Pro ist das der Punkt. Ist zu hell hier drin. Ach, geh doch nicht schon wieder zu, Tür. Der Code für den Eingang zur Informationsbeschaffungszentrale lautet 0614. Reed, Allen und Bruce Flexner. Änderung des Türcodes. An das gesamte Personal zur Informationsbeschaffung. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsbedingungen werden die Türcodes alle 8 Stunden geändert. Der Code für den Eingang zur Informationsbeschaffungszentrale lautet 0614. Die nächste Codeänderung wird um 23:59 vollzogen. Merken Sie sich diesen Code und zerstören Sie diese Nachricht. Das Ausdrucken dieser Nachricht bzw. das Übermitteln auf Flash-Rahmen würde einen groben Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen darstellen. Danke. Dass sich da auch wirklich keiner, aber auch gar keiner dran halten kann. UFO. UFO-Sichtungen. EDB, FM, FBI, Nachricht noch immer nicht gesendet. Mögliches Beweismaterial. Nachrichtenkodierungsprotokoll. Blub. Kann ich lesen. Aber hier kommt zweimal der Code 020781 vor. Ein Haufen auf Kameras. Sie haben zu viele Taser. Okay. Das sind die UFO-Sichtungen. Wikes wartet bereits auf dich. Bei ihm ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt.
Entführen Sie Michael Dougherty. Bringen Sie Michael Dougherty zum Treffpunkt in der Nähe der Dokumentenverladestelle. Dexter. Baxter. Personenakte. Dr. John Edward Baxter. US-Bürger. NSA. Relevante Geschichte keine. Anmerkung. Über den Typen brauchen Sie nicht allzu viel zu wissen. Ziemlich schräger Typ. Setzt hauptsächlich Medikamente ein, um renitente Subjekte zum Reden zu bringen. Letztes Jahr habe ich ihn auf einer Weihnachtsfeier in Fort Meade getroffen und er wollte mir ein Glas Punsch holen. Die Sache war mir nicht geheuer, deswegen habe ich das Zeug an Vikes weitergegeben. Seit wann kennen die sich eigentlich? Die kennen sich schon fast 10 Monate? Ist mir eindeutig zu viel Licht. Um Himmels Willen, Fischer, bitte. Hallo? Was ist hier los? Oh, 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 oh. 10:30. Ich lasse ihn erstmal hier liegen. Ich hole ihn dann am Schluss ab. Ist eh nervig. Es gibt weitere Komplikationen. Irgendein CIA-Sicherheitsfuzzi labert Wikes und Baxter zu. Wie hat er sie entdeckt? Sie hatten sich nicht versteckt. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Dougherty und ich. Genau. Ein Spezialagent Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend wirken. Bleib unentdeckt. Machen Sie den CIA-Sicherheitsbeamten, der mit Wikes und Baxter spricht, kampfunfähig. War das? Wer zur Hölle hat mich da hören können? Ist nicht zerstörbar. Müssen wir eben langsam gehen. Was war das? Kann man nicht durch, obwohl es eigentlich so aussieht. Eine Werkzeugkiste. Ist da jemand? Es war erschreckend einfach.
Wer ist da? Zeigen Sie sich! Sie haben zu viele Taser. Hallo? Was geht hier vor? Nur keine Panik! Verdammt! Halt! Wer ist da? Zeigen Sie sich! Nur keine Panik! Verdammt! Haltet ihn auf! Oh mein Gott! Okay, der reagiert sehr, sehr vorsichtig, der Typ da unten. Da hinten war etwas. Uiuiui. Ihr habt es also manchmal mit Menschen zu tun? Selten, aber ja. Abgefahren. Und was nimmst du? Verstehe die Frage nicht. Na, weißt schon. Welche Drogen nimmst du? Ich? Keine. Glaube, er meint für die Verhöre, um Leute zum Reden zu bringen. Genau. Ah, ich mag Barbiturate. Es geht nichts über Wahrheitsserum, aber Barbiturate sind auch klasse. Das Rote? Das Blaue? Wie heißt das gleich? Pinto irgendwas? Pinto Barbital. Das ist gutes Zeug. Aber die Leute geben dann nichts Nützliches mehr von sich. Sie plappern und fantasieren wild herum. Aber wenn sie dann wieder clean sind, glauben sie, sie hätten alles verraten. Dann erzählen sie es dir nochmal. Weil sie denken, dass du ja eh bereits alles von ihnen weißt. Oh Mann! Das ist gruselig. Ja. Alles in Ordnung? Lassen Sie den Mann. Ey Mann, nicht schießen! Das ist ein Problem. Alles in Ordnung? Das wäre dieser Typ. Ist da jemand? Wer sind Sie? Ich sollte mehr schlafen. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Spannend. Das kann man ausnutzen.
Oh mein Gott! Der muss, wenn er jetzt ein Mensch gewesen wäre, hätte der sich jetzt voll in die Hosen gemacht. Wer sind Sie? Wie komme ich an den ran? Ist da jemand? Das ist alles nicht so besonders gut. Wie komme ich jetzt an den da bitte ran? Hallo? Vielleicht lautet die Antwort auf diese Frage einfach gar nicht. Ist da jemand? Mann, ich dachte, der geht nie weg. Dein Freund? Das ist er. Wo ist Dougherty? Ich muss ihn noch finden. Wir haben hier einen Eindringling. Wir müssen uns beeilen. Diese Kalinatec-Sache macht Lambert irre. Ich suche ihn. Stopp! Ich schieße! Also, wir müssen den da oben zuerst ausknipsen. Hilft ja alles nichts. Wer Eindringling! Was ist das? Wir haben hier einen... Ich bin sowas von am Arsch gleich. Gut, hier kann man speichern. Sind's nur noch einer eigentlich? Und wir befinden uns auf der besseren Seite. Da hinten war etwas. Jetzt müssen wir leider warten. Der Regen besteht nur aus einem Duschvorhang, der quasi um einen rum ist. Ich habe mich durch den Regen abhalten lassen. So ist bescheuert jetzt aber auch. Was zur Hölle ist das eigentlich? Das kann man übrigens am Anfang auch sehen. Eindringling! Okay, er dreht sich her, das ist auch nicht gut. Bei dem, das ist Kiesweg. Na endlich.
Ach, wir gehen in die Richtung, wir müssen eh dahin. Mann, ich dachte, der geht nie weg. Dein Freund? Das ist er. Wo ist Doggerty? Ich muss ihn noch finden. Wir müssen uns beeilen. Diese Kalinatec-Sache macht Lambert irre. Ich suche ihn. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Doggerty gegeben hast. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Doggerty gegeben hast. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Doggerty gegeben hast. Ach, siehst. Das sehe ich zum ersten Mal, seit ich das wieder spiele. Schon gewundert, ob dieses Scharfschützengewehr erst im zweiten Teil war. So, jetzt kommt der nervigste Teil. Und mit nervig meine ich richtig. Verdammt riesig nervig, den Doggerty abholen. Ups. Das ist angenehmer. Thank you.
Den müsste man doch voll abwerfen können. Hier hinstellt und dann hier umdreht und dann ich hätte nicht speichern dürfen. Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Ich hätte nicht speichern dürfen. Nein, 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 nein. Ich krieg den jetzt nicht mehr hier weg. Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt? Was habe ich nur getan? Reicht es vielleicht von der Nähe her? Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Dagati gegeben hast. Was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Wann habe ich das letzte Mal Not gespeichert? Eine halbe Stunde. Nur anderen Weg geben, nur einen anderen Weg geben. So, zuerst gehe ich mit ihm hier hin. Das hat funktioniert. Gott sei Dank. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Dagati gegeben hast. Da ist er doch. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Dagati gegeben hast. Hat Lambert dir von Sarah erzählt? Nein. Es geht ihr gut. Der Blackout hat sie erschreckt, aber es geht ihr gut. Oh. Keine Zeit für Emotionen. Verschwinden wir. Danke, Wax. Das war nochmal eng. CIA-Hauptquartier, Langley, Virginia, USA, 1. November 2004, 0:59. Verhöre von Mitchell Dougherty zeigten, dass er unter der zweifelhaften Angewohnheit neigt, Daten auf einem ungesicherten Computer zu horten. So kam es zu Sicherheitslecks. Grimms Datier hat Datenströme bis zu den Büros von Kalinatec verfolgen können. Da sie dabei entdeckt wurde, ist ein Noteinsatz bei Kalinatec erforderlich. Die heute um 3 Uhr morgens im Internet auftauchte. Meine Kriegserklärung gegen die USA und ihre Verbündeten. Bis der letzte fremde Soldat Georgien verlassen hat, geht ein Krieg weiter, der in den USA und dem Rest der Welt die Leben der Aggressoren kosten wird. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Wir werden die Tyrannei der USA nicht länger tolerieren. Machte die US-Medien für die Verbreitung von Combine Nicolazes Botschaft verantwortlich. Gegensatz zur Lage an der Heimatfront haben unsere Soldaten in Aserbaidschan die 5. Nacht ohne nennenswerte Gefechte verbracht. Obwohl die Lage noch angespannt ist, war es den Geheimdiensten nicht möglich, weitere georgische Kommandoeinheiten zu ordnen. Haben die Anstrengungen bei der Suche nach Combine Nicolaze verstärkt.
aus US-Geheimdienstquellen verlautbarte, dass die Nachforschung der Dienste auf die Nachbarstaaten Georgiens ausgedehnt werden. Dabei wird auch eine mögliche Allianz mit... Weil wir hier eine Lage haben, bei der weitere Luftschläge einfach keinen Sinn machen. Nikolazes Armee, wenn man sie so nennen will. Während trauernde Angehörige Gottesdienste abhalten, bereiten sich Amerikas Gesetzeshüter und Truppen auf den nächsten, unkalkulierbaren Zug von Combine Nicolaze vor. Und das beim nächsten Mal dann. Fischer, dein Ziel?